Ab dem 01.08.2021 gilt eine kürzere Frist für Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Hintergründe dazu erläutere ich im heutigen Video. Für Beschwerden beim EGMR gilt eine Frist. Das ist so geregelt in Artikel 35 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Diese Frist verfolgt mehrere Zwecke. Ein wesentlicher ist, Rechtsfrieden zu schaffen. Die Staaten sollen absehen können, ob sie sich einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesetzt sehen oder nicht. Ein anderer Grund ist, dass die Beweislage oder immer schwieriger wird im Laufe der Zeit, dass Dokumente schwieriger zu beschaffen sind und dass eben durch diese Frist dafür Sorge getragen werden soll, dass Menschen sich zeitig entscheiden, ob sie eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einlegen wollen oder nicht. Andererseits soll die Frist so gestaltet sein, dass die möglichen Beschwerdeführer genug Zeit haben, sich zu entscheiden. Sie sollen sich also rechtlich beraten lassen können und die Möglichkeit haben, sich gründlich zu überlegen, ob sie eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen wollen oder nicht. Bislang beträgt diese Frist 6 Monate. Ab dem 01.08.2021 gilt aber eine neue, kürzere Frist von 4 Monaten. Die Vertragsstaaten der EMRK, also die Staaten, in denen die Europäische Menschenrechtskonvention gilt, haben sich in verschiedenen Konferenzen mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Zukunft des EGMR aussehen sollte oder wie der Gerichtshof reformiert werden könnte. Eines der Hauptprobleme des Gerichtshofs besteht darin, dass er sich einer übergroßen Zahl von Beschwerden ausgesetzt sieht und die kaum noch abarbeiten kann. Deshalb haben die Mitgliedstaaten gesagt, wir verkürzen die Frist für die Einreichung einer Beschwerde auf 4 Monate. Ob das effektiv ist, darüber kann man streiten, denn es kann natürlich auch dazu führen, dass genau die gleichen Beschwerdeführer, die auch sonst eine Beschwerde eingereicht hätten, das eben wieder tun, nur eben innerhalb von 4 Monaten anstatt innerhalb von 6 Monaten. Es ist also fraglich, aus meiner Sicht, ob diese Maßnahme tatsächlich den Zweck erreichen wird. Um diese Verkürzung der Frist umzusetzen, ist eine Änderung des Wortlauts der EMRK erforderlich. Artikel 35 EMRK muss geändert werden. Dies geschieht im Wege eines sogenannten Zusatzprotokolls. Das 15. Zusatzprotokoll zur EMRK sieht vor, dass eben der Wortlaut des Artikel 35 EMRK geändert wird. Derartige Zusatzprotokolle treten dann in Kraft, wenn alle Vertragsstaaten der EMRK sie ratifiziert haben. Jetzt ist die letzte Ratifizierung erfolgt. Italien hat im April dem Europarat mitgeteilt, dass die Ratifizierung erfolgt ist. Italien war der letzte Staat. Damit haben alle Staaten die Ratifizierung erklärt und das Zusatzprotokoll kann jetzt in Kraft treten. In dem Zusatzprotokoll gibt es eine Übergangsregelung, die dann regelt, wann genau diese Regelung wirksam wird. Und das ist eben der 01.08.2021. Jeder, der eine Beschwerde beim EGMR einlegen möchte, sollte also beachten, dass ab dem 01.08.2021 eine kürzere Frist von 4 Monaten gilt. Die übrigen Modalitäten der Frist bleiben gleich. Nach wie vor ist davon auszugehen, dass die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung über das letzte effektive Rechtsmittel auf innerstaatlicher Ebene. Das ist in Deutschland in aller Regel die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und von da an gerechnet binnen von 4 Monaten auf den Weg gebracht werden muss, wobei das Datum des Poststempels gilt. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Gerne in den Kommentaren.